Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Sinn des Lebens. Heute sprechen wir über unsere aktive Heilkraft, auch darüber, wie jeder Gedanke, jedes Gefühl die 70 Billionen Zellen in unserem Körper beeinflusst, was das bedeutet für Gesundheit oder Krankheit und wie auch jedes Heilungsgeschehen wirklich aus der Stille, aus unserer Tiefe kommt. Darüber spreche ich heute mit Klaus Medikus. Er ist Bewusstseinsforscher, Autor, Spezialist für Selbstheilungsaktivierung. Und er wird uns in dieses Thema ein bisschen einweisen. Er hat uns auch ein schönes Zitat mitgebracht von Buddha, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, das zu dieser Sendung passt. Nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und der Dinge zu lauschen. Achte auf die Melodie des Lebens, welche in dir schwingt. Ich freue mich mit Ihnen auf Klaus Medikus. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Klaus. Hallo, Silvia. Schön, dich zu sehen. Schön, hier zu sein. Freue mich auch. Über Zoom, aber das nicht weniger toll. Genau. Das ist ja so ein spannendes Thema, eben unsere Heilkraft. Und ich glaube, ganz viele Menschen sind da wirklich auf der Suche. Es gibt ja unzählige Angebote und ich glaube, da ist auch eine große Verwirrung. Und ich bin wirklich gespannt, was du uns jetzt für einen Weg weist. Ja, der Untertitel für die Sendung ist ja so Wunder im Quantenraum. Und das klingt leicht so, ja, die ganze Welt ist quantisiert. Ah, das klingt ja so theoretisch. Und deswegen möchte ich jetzt sowohl eingehen, was das bedeutet, die Welt ist quantisiert und diese Wunder im Quantenraum, ob auf diese Frage, dass es einen ganz praktischen Bezug hat. Und ich möchte da mit einem Beispiel starten, dem Beispiel von einer Dame, einer Susanne, die so Mitte 40 ist und recht ein kleines mittelständisches Unternehmen führt und seit, ich glaube, fast 20 Jahren alle 1 bis 2 Wochen einen Tag ausgefallen ist mit Migräne. Und das schon so ganz gut im Griff hatte, aber Migräne, die oft 20 Stunden anhält. Also so zu merken, oh, jetzt kommt's wieder und wie nur noch im Bett liegen zu können und nur noch der Schmerz zu sein. Und wie, es ist jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr her, dass ich mit ihr das erste Mal in Kontakt kam. Und so dieses alles Mögliche ausprobiert, hat ja immer eine Gemeinsamkeit. Ich suche Heilung von einem Defizit. Also das Defizit ist einmal bis zweimal im Monat oder einmal die Woche, ja, alle 2 Wochen auszufallen mit dieser schrecklichen Migräne, wo ja so wie das Gefühl, als ob ein, es gab doch früher so Aufziehaffen mit so einer Trommel, als ob so ein Affe im eigenen Kopf plötzlich Trommel spielt. Und diese Grundannahme, will ich weg von einem Defizit? Oder was ist eigentlich die Botschaft dieses Symptoms? Das sind 2 völlig unterschiedliche Grundannahmen. Also ist ein Symptom ein wegzumachendes oder ist ein Symptom ein zuzuhörendes? Also deswegen auch so von Buddha dieses Zitat, der Melodie des Lebens zu lauschen. Wir haben nur bisher keine Technik, keine Bewusstseinsschulung, wie wir überhaupt zuhören können. Also können wir eine Botschaft vernehmen? Und das ist für mich die erste Grundunterscheidung. Will ich einen Weg gehen des Bewusstseins oder gehe ich einen Weg, ein Defizit wegzumachen? Und
Das sind zwei völlig unterschiedliche Arten. Und wie jetzt in dem Beispiel mit der Susanne, ja, es war weniger als ein halbes Jahr, wo wir zusammengearbeitet haben, wo sie immer deutlicher wahrnehmen konnte, wann sie diese Migräne, dieser Schmerz kommt, wann sie wie ohnmächtig, wie ausgenockt da liegt, so dieses Spezialistin zu werden für die Botschaften, die kommen. Und da setzt so an, Wunder im Quantenraum ist nach eben dem knappen halben Jahr, wo es also so quasi weg war, also weggegangen ist. Aber ist denn der Schmerz weggegangen oder hat sie sich selber neu gefunden oder selber neu erfunden? Also, und das hat mit Identität zu tun. Also, wenn ich so ein Beispiel nehme, und das kann man anhand von einfach quantenphysikalischen Beispielen kann man sehr gut erklären. Aber du findest Erklärungsmodelle genauso in einem Umfeld von Buddha, von Lao Tse, wenn wir in den Bereich 2.500 Jahre zurückgehen. Es ist halt anders beschrieben. Oder mir ist es halt in Metaphern begegnet, wenn ich denke, so Indien in den Ende 80er Jahre, 90er Jahre. Es ist völlig anders verpackt als in unserer zweiwertigen aristotelischen Logik. Und wo alles Null oder Eins ist, wo Heilung oder Nichtheilung. Und wenn wir dieses Thema völlig außen vor lassen, dann haben wir eine Chance, dass wie eine aktive Heilkraft aus uns entstehen kann, weil wir uns neu erfinden. Sehr schön gesagt. Und für mich klingt ja auch wie so ein tiefer Respekt vor unserem System, sagen wir der Seele, unserem Körper. Es ist ja so eine tiefe Weisheit, dass wir nicht dagegen kämpfen und etwas wegmachen, sondern wie damit gehen und nicht im Widerstand sind und verstehen, was es ist, oder? Habe ich das auch, siehst du das auch so? Genau, also man könnte fast sagen, dem Klang der Seele lauschen. Das wäre jetzt ein bisschen pathetisch oder poetisch formuliert, wie, je nachdem, wer es will. Aber ich lausche plötzlich etwas ganz anderem. Und das beginnt mit der Nutzung unseres Gehirns. Also und das ist so verwurzelt in uns. Wir sind gewohnt, einen Gedanken, ein Gefühl, eine Empfindung zu glauben. Ja, das denke ich doch gerade. Also nehmen wir an, eine Überzeugung, ich bin hübsch oder hässlich, ich bin schlau oder dumm, ich bin der letzte Dreck, völlig egal, was es ist. Wenn das mein System erfüllt, dann, ja, ich spüre doch, dass ich hässlich, dumm, der letzte Dreck bin. Damit identifizieren wir uns mit dem Gedanken. Nur wer erschafft denn den Gedanken, hässlich, dumm, der letzte Dreck zu sein oder was auch immer? Wenn ich mich mit dem Inhalt identifiziere und den Inhalt, wenn ich sozusagen einen klassischen therapeutischen Weg nehme, dann wäre die, dann kommt jemand zur Tür rein, sagt, ich bin hässlich, dumm oder der letzte Dreck. Dann wiederholt der Therapeut, du bist hässlich, dumm und der letzte Dreck. Du willst das verändern. Aber damit machen wir sozusagen einen Kontrakt, so wie ein Handschlag. Das ist die Wirklichkeit, die wir verändern wollen. Da können wir vielleicht eine Diagnose zu machen, dann können wir 1000 Gründe finden, aber wir bestätigen die Grundannahme, dass die da ist. Der andere Weg ist, und dann kommen wir viel mehr zu so Wegen des Zuhörens. Ach, spannend, du nimmst gerade in dir wahr, hässlich, dumm, der letzte Dreck zu sein. Das könnte sein, könnte nicht sein. Lass uns doch mal schauen, wo uns das hinführt. Und damit
Je klarer ich werde, wo es mich hinführt, komme ich zur Grundüberzeugung, komme ich zu dem, was mein Leben steuert. Wie ich das erschaffe, mich zu fühlen, hässlich dumm der letzte Dreck zu sein. Und dafür findet man einfach Erklärungsmodelle. Also zu sagen, das ist nicht eine Theorie dazu, sondern es ist ganz konkret, einen ganz anderen Weg zu gehen. Statt die Identifikation mit Inhalten, gehe ich in den Weg, wie erschaffst du denn diesen Inhalt? So toll gesagt, weißt du, und mir kommt gerade auch mit dieser Form, mit dem Inhalt, sich so zu beschäftigen, da zementiert man ja nicht nur den Inhalt, sondern auch unsere Opferrolle darin. Weißt du, also, und eigentlich ist es wirklich absurd, dass man da so viel Energie reingibt. Und es gibt ja Menschen, die auch nicht bös gemeint, jahrzehntelang therapiert werden und immer die gleichen Themen eigentlich wie wieder aufnehmen, retraumatisiert werden oder diese Themen zementieren und sich in der Opferrolle weiterhin befinden, oder? Ganz genau. Und das ist ja, wir wissen nicht, wie es ohne dieser Behandlungsmethode wäre. Aber mit der Behandlungsmethode baue ich eine Identifikation auf, Opfer dieser Umstände zu sein. Also deswegen hadere ich ja zum Beispiel auch mit dem Stempel, mit dem Etikett traumatisiert. Also mir mag das Schlimmste passiert sein. Nehmen wir an, das liegt 30 Jahre zurück und wirklich ein fürchterliches Erlebnis. Dann ist ja dieses Erlebnis liegt 30 Jahre zurück. Das heißt, heute existiert ein Informationsfeld. Das ist entweder in mir oder es liegt irgendwie um mich herum. Zumindest existiert ein Informationsfeld. Wenn dieses Informationsfeld mit meinem Gehirn in Kontakt kommt, ist sozusagen eine feste Neuronenbahn, eine feste Nervenbahn, wie irgendetwas miteinander zusammenarbeitet und immer die gleichen Gedanken, Gefühle und Empfindungen schafft. Dass ich dann Schüttelfrost bekomme, dass ich körperliche Empfindungen bekomme. Nur ist es das Erlebnis von damals oder ist es das Muster, das heute unbewusst abläuft in meinem Gehirn zu dem Informationsfeld? Einmal will ich in den Inhalt von dem schrecklichen Erlebnis von vor 30 Jahren gehen und glaube einer Hypothese, du musst es aufarbeiten. Das andere Mal gehe ich in Verbindung zu dem, ist ja spannend, sag mal, wie erschaffst du denn dir den Schüttelfrost oder die Migräne oder wie auch immer jetzt in diesem Moment? Wie erschaffst du denn, dass der Affe da oben mit seiner Trommel im Hirn ist? Also das ist ja ein aktiver Schöpfungsprozess. Wir haben nur keine Ich-Identifikation dazu. Also wir fühlen uns Opfer der Umstände und nicht diese Schöpferkraft. Ja, es passiert halt. Ja, aber wer soll mir das denn machen? Und das ist ja der Punkt, wer soll mir das machen? Dazu eine Identifikation aufzubauen. Und zu sagen, ich bin dieser Schöpfer genau dieses Moments, das zu empfinden, das zu erleben, was diesen Moment in meinen 70 Billionen Zellen ausfüllt. Aber es ist nicht der Inhalt der Gedanken, sondern es ist, wie ich die Gedanken erschaffe. Und das meine ich mit ein geistiges Feld, eine geistige Schulung. Also, ja, und da die Erklärungsmodelle sind halt aus der Quantenphysik, liegen die einfach wunderschön da. Ja, und es ist ja nicht nur die Quantenphysik, sondern auch mit der Neurowissenschaft ist ja das eigentlich bewiesen, dass alles eigentlich jetzt noch im System ist, aber dass wir es entweder immer wieder aktivieren können mit der Wiederholung der Geschichte oder dass man eben jetzt, wie, was mir sehr gefällt, mit dieser Neugier einfach mal zu erforschen aus der Sichtweise nicht des Opfers, sondern ich schau mal und mal in die Ermächtigung kommt, wenn man diese Dinge wie so anders angeht. Und das ist
Dass ich selber, also es liegt in einem Informationsfeld. Und dann fährt quasi mein energetischer Greifarm raus und schafft aus Information Energie. Und das ist also bildlich, ich stelle mir das immer vor, wie ein Gabelstapler im Hochregallager, so in der Industrie, da geht, das ist meins. Und dann hole ich eine Information, ich bin der letzte Dreck beispielsweise, hole ich hier rein und sage, jetzt habe ich wieder eine Identifikation und fühle mich damit identifiziert. Und sozusagen, das ist hochreal in dem Moment. Aber sag mal, wie machst du denn das, dass du es so ist, wie es ist, dich jetzt als der letzte Dreck zu fühlen und aus diesem endlosen Informationsfeld des Universums jetzt deine Information rauszuholen und die Wirklichkeit dieser 70 Billionen Zellen zu schaffen? Das Spannende ist ja eben, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen arbeite, dass, obwohl es wirklich sich nicht gut anfühlt und sagen wir mal dysfunktional ist, man kennt diese Muster, diese Strukturen und eben es sind so wie neuronale Muster, so wie Autobahnen und manchmal ist, obwohl es uns wirklich dabei nicht gut geht, ist es wenigstens das vertraute Übel und den Schritt daraus zu machen, den finde ich sehr, sehr anspruchsvoll. Und das ist, also wenn ich es jetzt sozusagen geistesgeschichtlich sehe, ist das schlichtweg eine Schulung des Geistes. Also wie ich mit meinem Gehirn anders verwenden kann. Also wir werden quasi ohne eine Bedienungsanleitung in dieses Leben mit diesem Zellsystem und diesem Körper ausgeliefert. Und unser Job im Leben ist, unsere Bedienungsanleitung zu schreiben. Und damit in eine Leichtigkeit zu kommen, zu dem, was in mir als Schwere erscheint, es in Leichtigkeit zu transformieren. Und wir dürfen immer nicht vergessen von der Quantenphysik her, es gibt keine Materie. Also die Materie, wie wir sie erleben, also angefangen von unseren Zellen, dem Tisch vor uns, allem, es ist im Grunde genommen eine Illusion, die aber so kraftvoll ist, dass sie uns in Anführungsstrichlein erschlagen kann. Und dieses, es gibt keine Materie, es gibt eben, der Quantenphysiker, der Hans-Peter Dürr hat genannt, der hatte vorgeschlagen, Wirks, die kleinste Grundeinheit sind Wirks und diese Wirks erschaffen Wirklichkeit. Also dass sozusagen ein Quantum ein Wirk ist, mit dem wir Wirklichkeit schalten. Und schon jemand wie Max Planck, also Nobelpreis 1919, von dem gibt es so einen schönen Spruch, es gibt keine Materie, sondern nur Gewebe aus Energien, die durch einen intelligenten Geist, Form gegeben werden. Dieser Geist ist Urgrund aller Materie. Und dass alles in uns quantisiert ist, also das ist nicht in einem Labor, sondern alles ist auf dieser Ebene, dass alle kleinsten Partikelchen, diese Wirks ist da ein sehr schöner Begriff dafür, von dem Hans-Peter Dürr, dass wir aus nichts anderem bestehen, und in uns dieser Schöpfungsprozess entsteht, wie wir das eine oder das andere erschaffen können. Und wir sind halt gewohnt oder oft führt uns Leid dahin, dass wir überhaupt einen Druck in uns verspüren. Ich will da raus. Und dieses gewisse Maß an Leid ist einfach eine super Chance, in einen veränderten Bewusstseinszustand zu kommen und zu erkennen, wie wir selber das eine oder das andere erschaffen.
Ja, und ich glaube, oft ist es halt auch für unseren, sage ich mal, kleinen Verstand fast nicht nachvollziehbar, diese Größe, die wir haben. Vielleicht ist auch ein bisschen Angst vor unserer Größe dabei. Und ja, ich glaube, auch als Kinder hat man noch diesen Zugang eher, diese Natürlichkeit. Und dann werden wir ja wirklich auch konditioniert und umerzogen. Und dann ist das so verankert, dass es auch oftmals sehr, sehr schwierig ist. Ich erlebe gerade auch oft bei Männern, dass sie gern einen analytischen Zugang haben. Ist das für dich ein Unterschied oder hast du das auch festgestellt? Ist es ein Unterschied, wenn du mit Frauen oder mit Männern arbeitest? Ist da ein anderer Zugang? Ja, ich würde fast, also meine persönliche Empfindung ist oder Erfahrung ist, sowohl Männer können sehr analytisch sein, aber auch Frauen. Vielleicht hat sich das auch noch mal verändert. Und dieses hinter diese zweiwertige Logik zu kommen, also die zweiwertige Logik, die geht ja auf Aristoteles zurück. Und also ein Schüler von Platon und damit der wiederum Schüler von Sokrates war. Und da sind wir so bei 350 vor Christus. Und da baut unser gesamtes Gesellschaftskonstrukt, also von den Denkstrukturen immer noch auf, Freund oder Feind, Null oder Eins. Und die Welt der Materie, wo die Newton'sche Physik Erklärungen liefert, die passt halt einfach nicht für Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Die sind hochreal, aber du kannst sie ja nicht anfassen. Und jenseits der zweiwertigen Logik, über die so ganz am Rande zum Beispiel auch unsere alltägliche Propaganda läuft. Also der Böse da drüben. Und wir sind die Guten und das ist das Böse. Das wird ja immer wieder präsentiert. Und halt in jedem Zeitalter wird das Böse, kriegt eine andere Person, anderen Namen. Aber es bleibt immer das Gleiche. Und jenseits davon ist eine vierwertige Logik. Und das ist etwas, was in Asien, also was ich persönlich in Asien kennengelernt habe, dieses Null oder Eins, sowohl Null wie Eins und weder Null noch Eins. Und damit kannst du die Wirklichkeit ganz anders erfassen. Also das ist etwas in dieser vierwertigen Logik, wo es viel leichter ist, zu arbeiten und darüber auch jetzt sehr analytische Männer, wenn das Leid groß genug ist, also ist der Wunsch nach Transformation, sagen, hängst du gerade wieder in Null oder Eins? Stell dir mal vor, es ist weder Null noch Eins oder sowohl Null wie Eins. Und du findest das auch wieder in der Quantenphysik, beispielsweise dieses angebliche Paradoxon, ist Licht eine Welle oder ein Teilchen? Und je nach der Haltung des Beobachters, ist es eine Welle oder ein Teilchen? Also beobachtendes Bewusstsein, der Beobachter entscheidet über das Messergebnis. Und das sind ja so diese wundervollen Erklärungsmodelle, die wir heute zur Verfügung haben, dass wir zu allem, was Gedanken, Gefühle, Emotionen angeht, dass wir wissen, es hat eine Auswirkung auf die Materie unserer Zellen, die im Grunde genommen, wenn wir weit genug in die kleinsten Teilchen gehen, eine Illusion ist. Und wenn wir dort plötzlich diese geistige Schulung, wie erschaffe ich denn den Inhalt, den ich gerade denke? Wenn wir dort reingehen, passieren wie in einem konventionellen Denken Wunder, ich würde es eben nennen Wunder im Quantenraum, wo eine aktive Heilkraft entsteht. Statt weg von zu einem, wie erschaffe ich das? Wow, also das nehme ich jetzt gerade als wunderschönes Schlusswort und auch mit dieser Freude und Neugier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen sich da sicher noch mehr rein vertiefen möchten. Wo kann man das?
Also schlichtweg die Website www.klaus-medikus.com. Ja, dort kann man auch ein kostenloses E-Book runterladen. Und eben bei den großen Buchversendern gibt es eben auch das Buch Selbstheilkraft, wie aus Bewusstsein Realität wird. Und das sind so die ersten Zugänge, um erstmal ein Gefühl zu kriegen, will ich vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Wow, so schön. Vielen Dank, lieber Klaus, warst du heute bei uns und ich freue mich schon auf die nächsten Sendungen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank und ich glaube, wir sind wieder an unsere Größe erinnert worden und bei mir auch immer wieder die Neugier, wirklich Dinge wieder anders auszuprobieren, anzugehen. Ich hoffe, Sie waren auch inspiriert. Schön waren Sie dabei. Auf ein anderes Mal und auf Wiedersehen.